Hallo zusammen, mich hier ist wieder Deutschland und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Trick zeigen, wie ihr die Datenanomalie in Mechagon täglich beschwören könnt, um vielleicht endlich euer Mechagon Meta-Achievement fertig zu bekommen. Und ja, bei mir war es jetzt auch das letzte Item, was mir gefehlt hat, um mein Meta-Achievement fertig zu bekommen. Und zwar war es bei mir jetzt so, dass ich quasi fürs Meta-Achievement nur noch einen von diesen Plänen braucht, und zwar den blauen Sprühbot, und der droppt unter anderem von der Datenanomalie zu, glaube ich, 4%, und der blaue Trock kann ihn halt zu 0,5% droppen. Also sprich, bei der Datenanomalie ist man wesentlich besser aufgestellt. Zusätzlich droppt die Datenanomalie auch noch ausschließlich den holographischen Ruhestein, den man hier kriegen kann, und eine von den Schallplatten für das Schallplatten-Achievement. Dementsprechend ist sie ja sehr begehrt. Das Problem ist, im Normalfall kann man diesen Rare oder diese Rares, das sind insgesamt vier, die man looten kann, pro Event, nur machen, wenn das Event ab ist. Und das kann halt sein, dass das mal einfach 2 Wochen nicht ist. Und dann muss man halt relativ lang warten. Es gibt aber eine Methode, die ich euch jetzt zeigen will, wo ihr diese Rares immer beschwören könnt. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Und zwar, ihr müsst einmal die Quest im Lager annehmen, die ist direkt hier vorne. Da ist dann quasi dieser komische Bot, steht dann im Lager, gibt euch eine Daily. Dafür müssen wir eine Datenscheibe aufheben. Da haut ihr einfach irgendwelche Mobs hier um, ihr kriegt die Datenscheibe, ihr könnt hier das Viech beschwören, und quasi es kommt ein random Rare, den könnt ihr umhauen und dann kriegt ihr den Loot oder nicht. Ja? Das Problem ist, diese Quest könnt ihr nicht im Questlog halten, das habe ich probiert. Am nächsten Tag, selbst wenn ihr die mit dem Char drin behält, ist die weg. Das geht nicht. Wenn ihr diese Quest aber gemacht habt mit der Datenscheibe und dem Mob hier beschworen habt und sie abgebt, dann könnt ihr an dem Tag, wo diese Daily ist, von verschiedenen Mobs zusätzliche Datenscheiben looten. Das sind diese hier, zum Beispiel ein großes Speicherfragment. Und mit diesem großen Speicherfragment könnt ihr einmalig nochmal einen Rare beschwören. Die Geschichte ist, diese Dinger verschwinden nicht, auch wenn der Tag mit der Datenscheibe nicht mehr ist. Also ihr könnt diese im Inventar behalten. Heißt, heute ist gerade ein Tag, wo die Daily nicht ist. Ich kann, hab die im Inventar, gehe jetzt her, nehme die an, beschwöre hier mir meinen Rare. Und jetzt kommt ein Rare. Und der ist auch immer Rare beim ersten Mal. Ich werde auch gleich erklären, wie das funktioniert. Jetzt boxe ich den um. Ja, und sobald ich den umgeboxt habe, gehe ich einfach her und brech die Quest ab oder gehe halt vorher in den Schlachtzug, dass das nicht gezählt wird, und kann das immer wieder machen und kann immer und immer wieder hier den gleichen beschwören. Theoretisch gibt es 4 Mobs, 4 Rares, die ihr looten könnt. Es gibt zwar insgesamt 7 Mob-IDs, also 7 verschiedene Mobs, die hier spawnen können, aber die sind teilweise als gleicher Rare getaggt. Was bedeutet das? Es gibt 7 verschiedene Models, es hängen aber immer ein paar zusammen. Bedeutet, ihr tötet jetzt Balnazar und der ist rare, und beim nächsten Mal ist hier dieser Balnazar rare quasi nicht mehr rare, sondern normal, und ihr kriegt den Loot auch nicht. Und es gibt aber auch noch einen anderen, der mit ihm zusammenhängt und der dann auch nicht mehr rare ist. Also ihr könnt insgesamt nur 7-mal Loot in dem Event kriegen. Mit dieser Datenscheibe kann ich aber nur eine Art von Mob beschwören. Heißt, ich kann nur einen Rare damit beschwören. Man bräuchte jetzt alle 4 Datenscheiben, dass man alle 4 verschiedenen beschwören kann. Das habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich jetzt dann auch schon ja, den Drop bekommen habe. Jetzt kann ich euch kurz mal auf WoW Head zeigen, was das für 4 sind. Und zwar, diese habe ich, diese Datenscheibe. Dann gibt es hier nochmal 3 andere, und da hängen dann immer verschiedene Mob-IDs dran. Ich kann zum Beispiel Balnazar beschwören. Und dann hier noch diesen Captain quasi. Die hängen auch mit der Loot-ID zusammen. Wenn ich Balnazar töte, dann ist der auch nicht mehr rare. Und wenn ich den töte, ist der andere auch nicht mehr rare. Und so hängen zum Beispiel auch hier Hogger zusammen mit Razor's Claw oder der Baron hier mit dem anderen Mob, ne? Und da seht ihr, sind die verschieden miteinander verwurstet. Der einzige, der irgendwie alleine ist, ist hier Baron Geddon anscheinend. Und da gibt es diese 4 Datenscheiben. Mit der Grunddatenscheibe kann man anscheinend alle beschwören. Die geht aber nur dann, wenn quasi die normale Quest ist. Und mit diesen anderen Datenscheiben kann man immer die Mobs beschwören. Ich habe jetzt halt mir nur eine geholt, weil die halt teilweise so ein bisschen nervig sind. Ja,
dann zu farmen. Aber wenn ihr es ganz gut machen wollt, könnt ihr natürlich auch alle euch einmal holen und die dann nacheinander durchbasteln hier. Dann könnt ihr euch alle beschwören. Oder ihr sprecht euch mit ein paar Leuten ab, die ihr kennt, und beschwört dann halt immer mit den verschiedenen Datenscheiben hier die Mobs. So, jetzt hauen wir den mal kurz noch um. Und dann zeige ich euch, wie das mit dem Abbrechen funktioniert, beziehungsweise mit dem Neubeschwören. Und dann werdet ihr sehen, dass der nächste Mob nicht mehr rare ist. Da hätte jetzt einer von den Plänen droppen können. Jetzt gehen wir einfach her, brechen das hier ab. Und ihr seht, ich habe beide Dinger noch im Inventar. Ich habe zweimal die gleiche blöderweise gekriegt. Und kann einfach hier nochmal einen beschwören. Und das kann ich jetzt so lange machen, wie ich lustig bin. Aber der hier, habt ihr vorhin gesehen, der hängt an. Das ist dieser komische Hauptmann. Der ist jetzt hier nicht mehr rare, weil der auf dem gleichen Pool hängt wie der andere. Den könnte man jetzt umhauen, es bringt aber halt nichts, ne? Genau. Gut, das ist soweit alles. Ist jetzt nicht sonderlich spektakulär. Wenn man jetzt, wie ich hier am letzten dran war, der von der Datenanalyse droppt, ist es, denke ich mal, eine gute Hilfe für den einen oder anderen, der da noch dranhängt. Ja, das war's mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.